So, wie ihr gesehen habt, habe ich mal die Musik etwas leiser gemacht, denn, eine nette Zuschauerin hat mir gesagt, dass es dann doch vielleicht ein bisschen zu laut wäre mit der Musik und man mich nicht mehr hören könnte. Diese Töne kann ich übrigens leider nicht leiser machen. Habe ich mal leiser gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Und, dann mache ich auch nochmal, wenn ich schon dabei bin, und jetzt kann ich ja quatschen, die Blöcke ein bisschen leiser, weil, das Truhen öffnen und so kommt mir manchmal sehr, sehr laut vor. Also mache ich das auch nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt besser mit dem Ton. Ansonsten einfach nochmal einen Ton sagen. Dann stelle ich es noch weiter runter. So, was wir aber machen wollen, die Folge, ist ja, ich habe aufgeräumt übrigens, ne, ist klar, wie immer, oder öfters mal zwischen den Folgen, habe ich mal den ganzen Kladderadatsch in die, Dingens getan. Und eben die gleiche nette Zuschauerin hat mir gesagt, dass das hier mit meinem Rasen wohl nicht funktionieren wird und ich tatsächlich wohl eine Silk-Touch-Geschichte brauche. Ja gut, das ist ja nicht das Riesenproblem, denn wir können ja uns was auf Moment mal eben... Mann, was ist denn das heute für ein Start einer Aufnahme? So, jetzt aber wieder. Und zwar können wir uns ja Silk-Touch relativ einfach auf unsere Tinkers-Werkzeuge machen. Dafür brauchen wir bloß ein Silky Jewel. Und, Silky Jewel, da ist er. Und dafür brauchen wir diese Silky Clothes. Und, Gold und Strings werden nicht das Problem sein. Ich weiß nur gar nicht, ob wir noch ein Emerald haben. Ich hole mir erstmal, die Strings. Wir müssen doch, da haben wir Strings. Und einen Goldbarren. So. Dann machen wir uns erstmal diese Silky Clothes fertig. Scheiße, wir haben gar nicht genug. Naja, dann müssen wir noch mal ein paar Spinnen killen gehen. Ist halt mal so. Und Emerald, warte mal, wo haben wir den Edelstein? Da, nee, da. Sieht ja nicht so gut aus. Habe ich den hier irgendwo in der Kramkiste? Da ist einer. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch ein paar Strings. Und warte mal, bevor ich da jetzt groß hingehe. Man konnte sich doch Strings auch aus Wolle machen, oder? Moment mal. Nee, das meine ich ja gar nicht. Konnte man nicht. Na, super. Na gut, dann müssen wir mal eben ein paar Spinnen killen gehen. Ich hoffe, dass ich jetzt auf die Schnelle welche finde. Denn das wäre echt wichtig. Müsste mal was futtern, hä? Wir mal auf die fröhliche Spinnenjagd. Ist ja zum Glück eh gerade Nacht. So, das muss aber reichen jetzt hier. Spinnen, kommt. Wenn man euch mal einmal braucht, seid ihr nicht da, oder was? Und hier habe ich auch immer noch nicht gehört, ob ich das jetzt alleine abbauen soll oder nicht. Genug Kommentare wurden geschrieben, aber nichts zu dem Thema. Ich würde sagen, wenn das nicht der Fall sein sollte, dass da noch irgendjemand eine Meinung zu hat, dann werde ich das offscreen machen. No? Jetzt müsste eigentlich Zeit genug gewesen sein, sich da mal zu äußern. Und entsprechend. Oh, ich liebe diese Hexenklamotten. Entsprechend werde ich dann da auf jeden Fall mal Gas geben und das alleine alles ein bisschen abbauen. Und dann setzen wir dann ein schönes Haus hin und dann können wir weiter witschern. Denn ich habe jetzt noch einen Besen für den VJ Schulze hergestellt gehabt. Und naja, der John Rico möchte ja gerne auch noch so einen Besen haben. Und wenn ich da nicht langsam die ganzen Klamotten wieder aufbaue, dann wird das halt ein bisschen schwierig, dem einen zu craften. Saudi-Frage, könnt ihr auch noch mal eben was zu schreiben? Ich werde ihn jetzt erstmal roden. Sollen wir denn, oder soll ich... Oh, Entschuldigung, war ja gar nicht so gemeint. Soll ich das Haus da und so auch alleine hinsetzen und das Ritual der Natur wieder durchführen und, weil ich meine, das haben wir jetzt ja schon gehabt in Game. Weiß ich nicht, ob ihr da interessiert seid, das nochmal mitzumachen oder ob ich das alleine machen soll. Da ist ein Schaf. Komm, stirb Schaf. Ich brauche aber eigentlich eine Spinne. Eine Spinne würde, glaube ich, schon fast reichen. Sag mal. Ja, und wenn wir dann schon dabei sind und unser Silk Touch auf die Waffe machen, dann können wir auch, auf die Waffe vor allem, auf die Schaufel, die wir natürlich erstmal craften müssen, dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir nicht
Hallo. Ob wir nicht die anderen Modifikationen, die wir auf den Werkzeugen und so bis jetzt bekommen haben, schon durch Erfahrungspunkte, ob wir da nicht vielleicht dann auch uns gleich mal drum kümmern und die ganzen Geschichten so ein bisschen updaten. Ja, doch. Wo bist denn du? Ach, da. Ja, komm runter. Dann komm ich halt hoch. Hast du jetzt davon? Wenn der Vati erstmal hochkommen muss, ne? Dann ist hier aber mal Feierabend. So, ey. Was ist denn hier los? So. Sag mal, hier wird's doch wohl irgendwo mal so eine blöde Spinne geben, oder was? Ist doch nicht dein Ernst. Nick Genie hat natürlich auch jetzt den Besen. Ja, oh, geil. Am Brown Blaster. Hab natürlich den Besen zu Hause gelassen. Ist ja klar, wäre ja sonst auch zu einfach zurückzukommen, ne? Ich habe eine Spinne gehört. Stimmt, irgendwo unten. Ich gehe mal nach unten. Aua. Aua, was soll das denn? Was bist du denn? Spinnst du? Da ist er ja. Spinne, gib mir deine Strings. Jetzt habe ich 6? Das reicht ja immer noch nicht. Voll das Elend. Falls ihr euch wundern solltet, warum ich wieder so wenig Level habe, nicht, dass da irgendjemand drauf achten würde. Wir hatten ja so viele Goldschwerter in der Chest. Da habe ich einfach mal ein paar am Amboss zusammen gemacht. Damit ich erstens Platz habe und zweitens die Waffen wieder heil sind. Wobei eigentlich das erste das Ausschlaggebendere ist, weil mit einem Goldschwert geht ja eh keiner los. Und das hat halt ein paar Level gekostet. Kennt man ja. So, komm her hier, tot. Der Night Reaper ist da. Der Night Reaper ist tot. Sag mal. Weißt du, wenn du sie nicht brauchst, dann kommen hier Spinnen angeschissen wie nur was. Hast du mir die Schaufel gegeben? Nee. Naja, dann nicht. Oh. Ja. So, das kann ich alles killen. Ich hab ja. Sag mal, hier werden doch wohl irgendwo mal Spinnen sein, oder was? Was ist denn das hier für ein Loch? Aha, ich kam von hinten. Warte, das klingt auch irgendwie. Hab ich nicht gesagt. Mm-mm. Tja, und ich bin jetzt schon wieder am Aufnehmen. Die Folge muss in 4 Stunden online sein. Komm im Moment ein bisschen ins Schleudern, was das Aufnehmen angeht. Aber, ja. Ich werde mal zusehen, dass ich jetzt demnächst mal wieder 3-4 Folgen hintereinander aufnehme. Schönes Ding, eine Enderperle. Weil ich habe jetzt, erstmal einen Moment doch wieder länger Zeit, weil mein Finger, der macht so ein bisschen Ärger. Ihr wisst, also weiß ich nicht, ob ihr das wisst, aber auf jeden Fall ist mein Finger, habe ich mich verletzt und deswegen habe ich zurzeit einen gelblichen Schein. Und, der macht so ein bisschen Ärger in der Form, dass da, klingt jetzt ein bisschen eklig, aber da hängt halt noch so ein bisschen tote Haut dran und die will einfach nicht abgehen. Und die können sie auch nicht einfach wegschneiden, weil dann würde die Wunde wieder aufgehen. Und deswegen stehe ich jetzt momentan so ein bisschen, ein bisschen doof da und kann nicht arbeiten, weil sich das Zeug da einfach nicht vernünftig verheilen will. Was ist hier denn passiert? What the fuck? Hallo? Hallo? Wäre schön, wenn dasjenige, das weiß, was da passiert ist, mir das mal kurz mitteilen könnte. Das wäre sehr nett. Und das werde ich aber dann mal irgendwann im Creative Mode reparieren, weil das ist mir dann doch per Hand ein bisschen zu anstrengend. Das ist ja blöde. Oh, alleine auf dem Server. Ich weiß nicht, also wir haben ja noch wieder eine neue Mitspielerin bekommen. Und vielleicht
begrüßen wir die auch nochmal, wenn wir rausgefunden haben, wo die denn angefangen hat zu bauen. Oh Mann, ey, Leute. Ich will doch nur so ein blödes Ding finden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss mal kurz rennen gehen. Ach, du ahnst es nicht. Nicht, dass ich hier gleich noch sterbe. Wir brauchen 8 Strings, ne? Boah, Freunde. Nee. Nein! Seit lange mal wieder gestorben. Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, die Zeiten hätten wir hinter uns. Aber wenn man nicht aufpasst, dann hat man die Zeiten nicht hinter sich, offensichtlich. Ich nehme mal kurz eine Schaufel mit, um die Leiche gleich zu entfernen. Verflixt noch eins. Da lachst du dich ja kaputt, ey. Aber die nehme ich nicht mit, ey. Dann mache ich mir lieber kurz mal eine stinknormale aus Eisen. Weil diese schnelle brauchen wir erstens nicht und zweitens mal wäre die echt so ein bisschen schade, weil die aus Kobalt ist und die kann ich nicht ewig reparieren, ey. Das geht nicht. So. Mist. Das hätte ich mir natürlich jetzt echt mal sparen können. Ich würde echt gerne wissen, was da hinten passiert ist. Ja, Sachen gibt's, wa? Ein riesen Loch auf einmal im Boden. Naja, oh, Strings. Sehr schön. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Haben wir wieder einen mehr. Dann fehlt uns jetzt noch genau ein einziger String. Ich freue mich. Nicht wirklich. Naja, es ist ja zum Glück jetzt wenigstens nicht so weit. Och Mann, komm. Nein! So. Muss an meine Leiche. Nicht, dass du mir noch Ärger bereitest, Kollege. Ja, den ganzen Kladderadatsch mal eben einsammeln. Und auf jeden Fall mal schnell die Rüstung anziehen. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Wo sind denn meine Hexenklamotten? Hatte ich die? Doch, die muss ich ja angehabt haben. Ich habe doch vorhin gegen den Dingens gekämpft. Hallo? Na, jetzt mal eben was futtern. Sag mal, was ist denn heute los hier? Ja, VJ, ich muss mir mal eben kurz was zu futtern bei dir klauen, weil... ja, seht ihr ja selber. Die Box ist alle. Wächst ja nach. Wo sind meine Witchery-Klamotten? Hatte ich die doch nicht mehr an? Die muss ich angehabt haben. Ach Mann, komm. Sag mal. Deswegen komme ich da nicht lang, Glöpfer. So. Wo ist die Schaufel? Also das wäre jetzt ja auch irgendwie... irgendwie doof. Muss man es in der Aufnahme mal angucken. Also wenn die jetzt weggepackt sind oder so, dann mache ich sie neu. Ansonsten liegen sie ja noch irgendwo. Aber die müssen ja... wir müssen die doch angehabt haben. Ich bin verwirrt. Und ich brauche immer noch Wolle. Also, Strings. Ein. Wolle ja nicht so. Das ist ja ein... wurden die bei dem Kampf zerstört vielleicht? Also wir haben ja eben dann doch ein bisschen gekämpft. Dass sie halt zwar gegen Creeper richtig gut sind und so, aber im Kampf halt doch relativ schnell kaputt gehen. Ich probiere das mal aus. Oh, was ist hier los? Gemeindekiste, jeder hilft jedem. Wer macht denn sowas? Ja, na gut, ist einfach mal nicht so. Achso, vielleicht sind da ja Strings drin. Nee. Die Klamotten haben wir auch schon, also entsprechend danke, wer auch immer die dahingestellt hat, aber
Momentan keinen Bedarf. Oh, das wäre blöd, ne? Wenn die Ritual-Klamotten so wenig abkönnten, dass die jetzt schon wieder direkt kaputt sind. Oh, hier, der Rico hat Besuch. Erzähl dich. Ja, komm, dann gehen wir mal kurz durch sein Reich hier. Ich möchte doch nur Strings. Und ganz ehrlich, ich möchte das eigentlich auch in dieser Folge alles noch schaffen. Aber ich glaube nicht, dass das was wird. Aber gut, das wisst ihr ja, wie das läuft. Hier wird einem nichts geschenkt. Jetzt kommen die schon wieder angeschissen hier. Ach du dickes Ei, ey. Die Typen hier, die sind echt super nervig, ey. Toll wäre jetzt wirklich, wirklich eine Spinne zu finden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ist ja halt mal so. Oder einfach ein String, der irgendwo so rumliegt. Narf. Narf hat übrigens, ist ein Wort. Da wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Leute, ihr müsst mal Pinky und der Brain gucken. Dann wisst ihr auch, was Narf bedeutet. Und habt eine Zeit lang Spaß. Guckt da einfach mal anstatt eine von diesen dämlichen Folgen, die der Mahandi da ewig raushaut. Geht ungefähr gleich lang. Also, da kann man sich auch mal die Zeit sinnvoller vertreiben, als diese Videos hier zu gucken. Oh. Wäre doch eine ganz gute Sache. So, die brauchen wir momentan nicht. Packen wir die da oben mal rein. Oh, das ärgert mich mit den Klamotten, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ärgert mich erst recht, dass ich jetzt keine Spinne finde. Meine Güte, ey. Aber da sind Spinnennetze. Das ist doch schon mal eine Ansage. Müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht irgendwie was rauskriegen hier. Einer. Tja, der eine würde uns schon reichen, aber. Na gut, der eine reicht uns schon. Puh, so, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich nach Hause. Butter mal eben hier kurz die Äpfel, damit ich rennen kann. Er mag die gar nicht mehr so richtig dolle gerne. Also gar nicht. Noch irgendwas zu futtern? Zombiefleisch. Ja, komm, hauen wir uns halt mal Zombiefleisch rein. Ist nicht so sehr gesund, aber hat einen verträglichen Magen, ne? Jetzt können wir wenigstens rennen. An den ollen Chirper-Heinis vorbei. Chargon. So heißen sie ja. Bei Chirper wäre auch schön. Naja. Running at the beach. Verdammt, jetzt wollte ich ein Running at the Beach Lied machen und mir fällt kein Text ein. Naja, es ist noch früh. Also um genau zu sein, kurz nach 7. Oh Gott, es ist morgens kurz nach 7 und Andi sitzt am Rechner. Irgendwas mache ich doch falsch in meinem Leben. Oder auch eben richtig. Oh, du nervst nicht? So. Jetzt haben wir wenigstens das Juwel. Was halt mit dem Loch los ist, ich weiß es echt nicht. Ich würde es gerne wissen. Also ich meine, wenn ich mache das einfach wieder voll Wasser dann, wenn das so sein sollte. Aber es sieht ja aus, als wenn da irgendwie eine ernsthaft große Explosion stattgefunden hat. Finde ich. Oh, wieso seid ihr denn losgemacht? Das ist ja eigentlich nicht so gut. War ja nicht so der Plan direkt. Naja, müssen wir gleich nochmal eine Leine holen. Hält die Leine nur eine Zeit lang? Weiß das einer irgendwie? Oder kann man die da ewig angebunden lassen normalerweise? Ach, weißt du auch nicht. Nee, okay, dann. Dann frage ich nicht mehr weiter. So. Dann haben wir den, den, den und den und den Emerald in die Mitte und schon haben wir unser Silky Jewel. Und könnten damit jetzt. Wo sind Zäune? Da. Könnten damit jetzt eine Schaufel mit Silk Touch ausstatten.
würde sagen, das machen wir auch gleich. Dafür müssen wir uns aber erstmal eine Schaufel überhaupt machen. Und wir sind jetzt bei 20 Minuten. Na super. Das läuft ja. Muss mal eben kurz die Keule hier ein bisschen einsperren. Oh, temporär. Damit wir die nicht abhauen. So. Ach, da kommen sie eh nicht raus. Sehr gut. Oh, Hand vor Blatt. Ah, super. Warte mal. Und auf der anderen Seite mache ich einfach hinten zu. Dann können sie da auch nicht raus. Ja. So ist es. Das ärgert mich. Maßlos quasi. Dass diese Witcher-Klamotten weg sind. Oder Witchery-Klamotten von mir aus. So, die Gäule hauen nicht mehr ab. So, wurde mir übrigens... habe ich das am Anfang der Folge schon erzählt? Dass meine Hunde weg sind. Könnte wohl daran liegen, dass ich die nicht gezähmt habe, sondern einfach nur da reingeschmissen. Wurde mir auch mitgeteilt von eben der gleichen netten Zuschauerin, wie auch die das gesagt hat mit der Musik. Aber da weiß ich nicht. Weil, ja, habe ich vergessen, ob ich die... nee, habe ich nicht vergessen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Merkt ihr vielleicht. Ja, weiß nicht, ob es daran liegt. Aber sie meinte, das könnte daran liegen. Also glaube ich das einfach mal, weil ich es nicht besser weiß. Wie öfters mal. So, ja, das reicht jetzt für Aufräumen. Das machen wir gleich. So, jetzt ist die Folge leider vorbei. Ich hätte sehr, sehr gerne noch eine Schaufel gemacht, aber dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Tut mir leid, aber wir haben keine Spinden gefunden. Das hat ein bisschen sehr viel Zeit gekostet. Ja, hat man mal, ne? Bis morgen und ciao.